Die Sozialdemokraten haben wenig Grund zum Feiern und verzichten im Willy Brandt-Haus sogar auf eine Wahlparty. In Sachsen sind sie einstellig, in Brandenburg nur ganz knapp vor der AfD. Als Bestätigung des GroKo-Kurses kommt das mitten in der Parteichefsuche nicht an. Die kommissarische Parteivorsitzende versucht zu beruhigen. Das Thema Große Koalition. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt demnächst die Regionalkonferenzen. Wir haben eine Umfrage gemacht mit 30.000 Mitgliedern, haben sich zurückgemeldet. Die Frage nach der Großen Koalition spielt auch eine Rolle, aber auf dem 21. Platz. Das dürfte die CDU kaum beruhigen. Auch sie hat Stimmen verloren, hat aber zumindest in Sachsen den Angstgegner AfD auf deutlichem Abstand gehalten. Nicht mehr und nicht weniger, denn die Rechtspopulisten sind in beiden Bundesländern zweitstärkste Kraft und wollen auch deutschlandweit weiter zulegen. Uns kriegt man aus der deutschen Politik nicht mehr weg. Da bleiben wir. Kräftige Gewinne haben vor allem die Grünen eingefahren. Jetzt kommt wohl niemand mehr an ihnen vorbei, weder im Bund noch in den Ländern. Sie haben einen Themenwahlkampf geführt, lobt der Vorsitzende und... Dass wir diese gesellschaftliche Mobilisierung ausgelöst haben, die wahrscheinlich und hoffentlich weitertragen wird als über diesen Wahlabend hinaus, ist ganz, ganz großartig. Das ist ein wichtiger Beitrag und das verankert uns auch tief in der Gesellschaft. Die Grünen könnten sich jetzt zur echten Volkspartei mausern.